Thomas Godoy zum Ferienanfang. Jetzt endlich mal hier im Studio. Was hast du da draußen immer gemacht? Ja, ich war gerade im Studio hier bei euch, im Studio 3 und habe noch ein paar Unplugged-Songs für euch vorbereitet. Ja. Erstmal herzlich willkommen, ne? Monique, vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns auch schon länger nicht gesehen. Ich freue mich. Stimmt. Kommst ja gerade aus Studio 3, hast du gerade gesagt. Mhm. Musikalisch hast du so einiges auf den Weg gebracht in der letzten Zeit. Also wir spielen jetzt demnächst unsere vierte Tour mit meiner Band und im Dezember haben wir die Richtung G-Tour gespielt und jetzt gibt es noch eine Fortsetzung jetzt im April, ab dem 19. April. Und im Januar habe ich noch mit Neuen Philharmonie Westfalen aus Recklinghausen habe ich noch so eine Charity-Geschichte gemacht. Benefits für Haiti. Genau, richtig, ja. Die ist auch sehr gut gelaufen und dafür möchte ich mich eigentlich bei allen auch bedanken, die da einfach mitgemacht haben. Ist einiges bei rumgekommen, ne? Ja, mittlerweile sind das schon doch knapp 55.000. Ja, also wurden auch noch MP3-Sticks gemacht und die wurden auch natürlich auch verkauft. Und ja, der ganze Erlös geht dann in die Kindernothilfe. Wunderbar. Thomas, wir sehen uns ja jetzt nach fast 2 Jahren wieder. Mhm. Beide sind in der Zwischenzeit Eltern geworden. Ja. Deine Lynn müsste jetzt etwa 15 Monate sein. Genau, ja, die ist jetzt, dieses 3. Januar ist die ein Jahr geworden und ja. Unsere Annika ist gerade ein Jahr. Wir könnten mal so eine Krabbelgruppe aufmachen oder so. Ja, sollten wir vielleicht mal machen. Ja, wie ist das eigentlich so als Papa? Verbringst du jetzt mehr Zeit mit der Musik oder mit deiner Tochter? In den letzten Wochen hast du ja vielleicht auch mehr Zeit gehabt. Was machst du so als Papa mit der kleinen Lynn? Also ich bin ja schon mal zum Babyschwimmen gegangen und man geht ja natürlich auch viel spazieren. Also versucht so viel wie es geht. Ich habe natürlich eine Freundin, die mir natürlich auch sehr viel Arbeit abnimmt, weil ich momentan auch selbst mein Management in der Hand habe. Mhm. Und versuche natürlich am Ball zu bleiben weiterhin und zu paddeln. Ne? Also man kommt aus dieser Show raus, dann ist der Hype natürlich sehr riesig, aber das baut sich dann nach einer Zeit halt wieder ab und man muss natürlich kämpfen weiterhin. Ja. Wir wollen gleich natürlich auch nochmal kurz über DSDS sprechen. Ich weiß, dass es für dich nur zwischen Anführungsstrichen ein Sprungbrett war. Mhm. Reden da gleich nochmal weiter drüber. Kurz nochmal eben hier paddeln und Babyschwimmen. Kannst du als Thomas Godoy mit der kleinen Lynn einfach so ins Schwimmbad gehen und sagen, hey, wir machen hier mal Babyschwimmen? Ja, das ist, das macht man ja bei so einem Babyschwimmen, macht man ja so bei so einem Physiotherapeuten zum Beispiel. Also das ist halt so eine Gruppe, da meldet man sich an und geht halt mit dem Neugeborenen dahin. Ja, apropos Neugeborenes. Das zweite ist unterwegs. Ja. Ja, und du hast mir vorhin gesagt, ich kenne gar nicht den genauen Geburtstermin. Nee, das wird im Juli sein. Wird irgendwann im Juli. Ja. Okay. Soll euer Geheimnis bleiben, ja? Wenn es denn soweit ist, dann werden wir schon erfahren. Du hast es gerade schon gesagt, die Tour Richtung G geht weiter. Sag nochmal kurz, einige Stationen in Nordrhein-Westfalen, ne? Also die erste Station ist in Oberhausen, mhm, im Schacht 8. Und wir werden auch in Münster spielen, in Krefeld, Dortmund. Das ist alles so, was hier in der Umgebung ist. Ansonsten werden wir auch noch durch die Schweiz und Österreich noch ein bisschen tingeln. Also es sind 19 Termine. Schaut einfach auf die Internetseite, wenn ihr Lust habt. Kommt vorbei, ein bisschen abrocken. Gut. Auf deiner Tour bei den Konzerten mit Sicherheit auch Songs aus dem Plan A-Album zu hören. Was ist dein Lieblingssong daraus? Also eigentlich mag ich die Platte sehr gerne, aber es sind doch ein paar wie Helden gesucht, Autopilot, die wir immer sehr gerne spielen und die Leute auch immer mitsingen. Ja. Heldengesuch war dann auch dein erster Song nach Love is You. Mhm, genau. Hast du damals, wenn ich mich richtig entsinne, für die EM geschrieben oder mal angedacht hast für die EM? Ja, das war, wann haben wir das geschrieben? 2006 oder so war das. Haben im Proberaum irgendwie Langeweile gehabt. Wie das halt so ist im Proberaum. Und das war ja die WM-Stimmung irgendwie, die das so alles fabriziert hat bei uns. Und der Song war eigentlich für die WM gedacht damals. Und hat Platz gefunden bei der letzten EM der U21. Und die sind ja Meister geworden. Schön. In Schweden. Ja. Montagvormittag, Thomas Godoy, wie versprochen, immer noch live bei mir im Studio. Hallo. Hi. Der Ex- DSDSler. Magst du sowas überhaupt noch hören? Du, ich komme daher. Was soll ich jetzt sagen? Ja, weiß ich nicht. Das ist einfach so, ne? Das war halt mein Weg und ich habe das irgendwie gewonnen und das war eine Plattform für mich, da bin ich halt bekannt geworden und ich kann das jetzt nicht verübeln oder so, ne? Das ist halt, oder schlecht machen. Das ist mein Weg gewesen und vielleicht wäre ich, wenn das jetzt nicht bei DSDS geklappt hätte, dann wäre ich vielleicht zum Stefan Rapp gegangen. Oder? Wo wir schon beim Thema wären. Die Castingshows. Erstmal DSDS, 2 Jahre danach, ne, nächste Staffel. Hast du ein bisschen was verfolgt, wie es gerade so läuft? Sehr wenig, ehrlich gesagt, weil ich ja
mit mir selbst auch zu tun habe. Und natürlich, wenn dann Zeit für die Familie ist, dann nutze ich das da halt. Gehst du ein bisschen näher zum Mikro? Ja. Super. So. Aber ich habe halt ein paar Sachen gesehen, das war noch im Recall. Und da war halt ein Australier, den ich sehr, sehr gut fand. Der hat richtig gut gegroovt. Hat Stevie Wonder einmal gesungen, ne? Ja, genau. Stimmt. Und der war auf einmal weg vom Fenster, wo ich mir gedacht habe, alles klar, der Junge hat wahrscheinlich die Verträge nicht unterschrieben. Und dann haben sie den blind gemacht. Ja, ich habe auch immer gewartet, wo ist er denn? Und auf einmal war er weg. Ja, schade eigentlich drum, weil das ein guter Musiker war. Vermisst du irgendwas aus der DSDS-Zeit oder sagst du, nö, war gut so und so? Also ich habe ja weiterhin noch Kontakt zu dem Jeff Cascaro. Das ist halt ein Gesangscoach gewesen. Okay. Und mit dem telefoniere ich ab und zu und das ist immer sehr spaßig. Er kommt ja auch hier aus der Umgebung, aus Dortmund, und ist ein netter Geselle, würde ich mal sagen. Hast du auch zu den anderen Gesangskollegen noch irgendwie noch Kontakt? Selten, also man sieht sich dann halt entweder bei der Echo-Verleihung, war ich jetzt letztens auch, und da hat man halt den Fadi, habe ich wieder gesehen, und auch die Linda, hält man kurz Smalltalk, aber jeder macht auch so sein Ding, ist ja. Man muss ja weiter paddeln, zusehen, dass man am Ball bleibt. Ja, weil irgendwie kann man sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Das ist richtig, ja. Ist ja nun mal so. Was hältst du von Castingshow und Lena, Satellite, unser Beitrag? Die hat eine tolle Stimme, finde ich. Das ist aber auch eine Castingshow. Also ich meine, das ist halt nur mal die Zeit heute. Ja, das ist die moderne Zeit und das ist halt eine Castingshow. Und klar unterscheidet sich DSDS jetzt von Stefan Raab, ja. In dem Sinne, dass DSDS mehr so auf Boulevard fährt und diese ganzen Storys drumherum macht, und dass es vielleicht auch manchen auch schwerfällt, da irgendwelche Story zu bieten, und dann sagt RTL oder so, nee, dann bist du doch vielleicht nicht der Richtige oder die Richtige. Hm. Du hast dich damals auch schwer getan mit den ganzen Storys. Ja, es war schon, ja, also man, es war schon nicht gerade angenehm, immer. Warte, jetzt ist meine Musik weg. Hier ist sie wieder. Nee, das habe ich damals auch gemerkt. Wir wollen jetzt nochmal kurz über deine Musik reden. Ne? Deshalb bist du ja auch da. Die zweite Single aus dem Album Uhr ohne Stunden, gerade fertig produziert. Die dritte Single-Auskopplung aus dem Album. Weißt du da schon, was es ist? Ja, wir sind gerade dran, das zu bearbeiten noch. Und wenn ihr möchtet, komme ich gerne nochmal vorbei und dann führe ich euch das mal vor. Es soll was ganz Besonderes werden. Ja, ich habe ja schon mal so an Fußball, ne? Ich bin ja total im Fußballfieber, WM in Afrika, und würde natürlich gerne mit meiner Musik vielleicht auch die Jungs unterstützen. Also wenn es funktioniert, wer weiß. Okay, da sind wir noch dran. Ich sag mal so, ich hoffe, ich sage nicht so viel. Da gibt es einen Song, vielleicht ein bisschen abgewandelt, vielleicht hören wir den dann bald zur WM. Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Wenn, dann zuerst bei uns natürlich. Wir hören jetzt die zweite Single-Auskopplung Uhr ohne Stunden. Die Geschichte zum Song? Ist ein Gedicht über die Zeit, dass man über die Hektik, weil die heutige Zeit ist ja sehr hektisch und so. Und man sollte auch mal auf sich achten und sagen, ey, heute ist auch mal gut. Und jetzt muss man einfach mal die Zeit auch für sich nutzen. Kann man auch gut, wenn man kleine Kinder hat, oder? Ja, ja. Okay. Wenn man sich die anguckt, dann ist sowieso immer jedes Problem weggeblasen, kann man so sagen. Es relativiert sich alles.